Komm her, ich möchte dir was zeigen. Das ist ein Secret Spot von meinen Kindern. Wir sind in der Ruheecke von meinen Kindern. Was ist nun eine Ruheecke? Ich habe denen so eine kleine Ecke hier im Keller bei uns eingerichtet, wo sie sich entspannen können, wo sie sich beruhigen können, weil meistens nutzen wir diese Ecke, wenn wir große Gefühle haben. Time-in ist der Begriff aus der positiven Disziplin und ist das Gegenteil von Time-out oder Auszeit. Und wenn das Kind sich schlecht benommen hat aus Sicht des Erwachsenen, manchmal bietet Erwachsene dem Kind sogenannte Auszeit oder sogar zwingt das Kind zu dieser Auszeit. Du kennst das schon. Geh mal hier in die Ecke oder setz dich auf diesen Stuhl und überleg über dein schlechtes Benehmen. In diesem Moment isoliert der Erwachsene das Kind aus einer liebevollen Umgebung und bestraft das Kind für sein schlechtes Benehmen. Der Erwachsene erwartet, dass das Kind über sein schlechtes Benehmen nachdenken wird und vielleicht dieses Benehmen dann nie wieder wiederholt. Im Gegenzug bewirkt der Erwachsene noch mehr Angst bei dem Kind und eigentlich ist es eine schambasierte Bestrafung, die langfristig gar keine Erfolgsaussichten hat. Ich weiß es nicht, ob das jetzt sehr gängige Praxis ist, aber bei mir, als ich Kind war, war das sehr gängig, dass man einfach in die Ecke gegangen ist und in der Ecke nachdenken musste, was man so alles so schlecht gemacht hat. Im Gegenzug dazu bietet positive Disziplin ein anderes Tool und das benennt es Time-in auf Englisch, wie es auf Deutsch ja eine auch so eine Art Auszeit, aber diese Auszeit wird durch Erwachsenen begleitet und das macht einen enormen Unterschied. Hier können sich die Kinder wieder zu sich finden und in der Regel sollte Erwachsene dabei sein. Es ist selten, wenn die Kinder alleine sagen, ja, wir gehen jetzt in unsere Ruheecke, um uns zu beruhigen. Mama, lass uns in Ordnung. Also meistens gehen wir zusammen hierher, wenn wir große Gefühle haben, weil wir Sturm an großen Gefühlen haben. Wir kommen gemeinsam hierher und versuchen uns zu beruhigen. Und alles, was du hier siehst, sind die Sachen, die uns helfen, uns zu beruhigen. Als erstes reden wir über die Gefühle. Welche Gefühle haben sie gerade in dem Moment? Das ist sehr wichtig, auch für Kinder, diese Gefühle zu beschreiben. Vor allem ganz kleine Kinder, ja, die 1,5 sind oder 2 Jahre sind, die haben diesen Riesensturm, die können ihre Gefühle noch nicht regulieren. Die wissen auch nicht, was das bedeutet, so sauer zu sein, so wütend zu sein, so frustriert zu sein. Und es ist wichtig, dass wir Erwachsene denen helfen, diese Gefühle zu benennen. Deswegen habe ich hier an den Wänden verschiedene Karten mit verschiedenen Emotionen. Und diese Karten habe ich im Internet bestellt und ich finde die wunderbar. Da sind Fotos von Erwachsenen, aber auch von Kindern. Ich habe meistens die Fotos von Kindern hier aufgehängt mit verschiedenen Gefühlen und Emotionen. Und manchmal hilft es auch dem Kind, wenn es gerade selber sehr wütend ist, das Foto anzuschauen von dem anderen Kind, was auch diese Gefühle gerade hat. Und wir können das noch in Ruhe besprechen und sagen, ja, du bist jetzt gerade sehr, sehr wütend. Wie dieser Junge hier, der ist auch wütend. Das passt, hat ihm auch etwas nicht gepasst. Und es ist okay, wütend zu sein. Wir haben natürlich hier eine kleine Kuschelecke, eine Decke und die Kuscheltiere, die Lieblingskuscheltiere von meinen Kindern, die können sie natürlich sehr gut gebrauchen in diesem Moment und manchmal wollten sie wirklich alleine gelassen werden, manchmal wollen sie nicht angefasst werden, ja. Ich biete denen immer Umarmung an oder ich sage einfach, ich bin in der Nähe, ich bin da, wenn du mich brauchst, wir können uns umarmen, ich kann dich unterstützen. Und manchmal wollen sie das gar nicht von mir, aber dafür nehmen sie vielleicht ein Kuscheltier. Und da sind die Lieblingskuscheltiere hier, die unterstützen natürlich auch bei den Emotionen. Was wir noch unseren Kindern unterstützend anbieten, sich zu beruhigen, sich zu entspannen, sind sehr wundervolle Aumio-Geschichten. Ich habe die auf dem Handy. Dadurch, dass ich meistens mit den Kindern dabei bin, kann ich natürlich das auch vorspielen. Aumio kann helfen, mit Emotionen umzugehen und passt ideal als Unterstützung in diese Ruheecke, die wir haben. Aumio ist eine Sammlung aus Schlaf-, Meditations- und Entspannungsgeschichten für Kinder, die von Psychologen entwickelt wurden
Und die Geschichten sind so liebevoll, erzählt mir so eine angenehme Stimme. Ich finde es selber sehr entspannt, wenn ich den Geschichten zuhöre, weil die wundervoll vorgelesen werden. Und die Meditationen sind richtig gut. Das sind Begleitmeditationen für Kinder, die den Kindern helfen, sich zu entspannen. Es wird ganz warm in deinem Bauch. Aumio lächelt dich schläfrig an. Und man könnte sogar Aumio als Einschlafhilfe nutzen, Einschlafritual, weil es wurde bewiesen, dass die Kinder sogar 37 Minuten früher einschlafen. Die Kinder, die Probleme mit dem Schlaf haben, können sich auf diese Art und Weise besser entspannen. Beim nächsten Sprung bewegte sich Greta erst nach links und sprang dann blitzartig doch nach rechts. Aber das schlaue Hexenhaus. Und wöchentlich kommen neue kindergerechten Inhalte dazu und in dieser Zeit, in Adventszeit, jeden Adventssonntag gibt es sogar ein neues Märchen, die Achtsamkeit in vielen Lebensbereichen vermittelt. Und wir haben zuletzt das Märchen über das Teilen gehört und das fanden meine Kinder auch ganz gut. Vor allem zwischen Geschwisterkindern gibt es immer wieder Streit, was Teilen angeht, und solche Geschichten helfen den Kindern, diese Situation zu verarbeiten und helfen den Kindern zu verstehen, was Teilen bedeutet, wieso das so wichtig ist. Diese Adventsgeschichten kommen jeden Advent dazu, und wenn du Aumio ausprobieren möchtest, kannst du das gerne tun. Du kannst eine Woche lang unverbindlich Aumio kostenlos testen und danach hast du sogar 20% Rabatt auf den Jahreszugang mit meinem Code Nadja20. Sichere dir deinen Rabattcode. Falls du Interesse hast, schreibe ich alles in der Videobeschreibung unten. Ich habe hier auch ein Instrument. Das ist eine wunderschöne Trommel. Das hat meine Tochter geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Und der Klang ist besonders beruhigend, finde ich. Und wenn wir das spielen, das hilft auch sehr, sich zu beruhigen. Hier habe ich auch ein kleines Regal eingerichtet und auf diesem Regal findet sich auch natürlich verschiedene Sachen, die den Kindern helfen, sich zu beruhigen. Wir haben hier Yogakarten für Kinder. Ja, das sind verschiedene Posen, die können sich eine aussuchen und versuchen nachzumachen. Es gibt auch Karten mit Atemübungen. Das haben wir nicht und manchmal ich erkläre denen, ja, dass man durch Atmung sich auch sehr gut beruhigen kann, und wir wissen, dass wir einfach mal tief einatmen sollen und einmal tief ausatmen sollen und vielleicht das dreimal tun, und dann ist die Welt dann ganz anders. Ja, man konzentriert sich auf die Atmung, das ist eine kleine Meditation für Kinder und das hilft sehr in den angespannten Situationen. Und natürlich haben wir natürlich Taschentuchbox. Das ist sehr wichtig, in dieser Ecke sowas zu haben. Hier in dem Körbchen nebendran finden sich verschiedene Bücher zum Thema Gefühle, Emotionen. Und das ist auch sehr gute emotionale Begleitung. Vor allem, wenn die Kinder vielleicht schon bereits zur Ruhe gekommen sind, können wir noch gemeinsam so ein Buch anschauen, ein Buch lesen, oder das ist eine kleine Erinnerung. Wenn jemand frustriert ist, wenn etwas Böses passiert ist oder wenn jemand sehr, sehr wütend ist, das sind auch die Bücher unterstützen die Kinder, da sind auch die Charaktere und die Geschichten, die das auch beschreiben, und das hilft denn wirklich, sich zu beruhigen. Hier habe ich noch das ganze Körbchen von diesen Gefühlskarten. Manchmal schauen wir uns einfach die Karten an und suchen uns Menschen, die das Gleiche fühlen wie die Kinder in diesem Moment, ja, je nachdem, welche Situation es war. Und ja, das ist auch ein kleines Spiel. Ja, such mal das Kind oder such mal eine Person, die sich genauso fühlt wie du. Wie fühlst du dich? Und das ist extrem wichtig, darüber zu sprechen und vielleicht mit diesen Karten unterstützend dem Kind zu zeigen, dass unser Gesicht verschiedene Emotionen zeigen kann und man kann das natürlich auch erkennen. Ich habe hier noch einen Fächer. Das ist ja manchmal, vor allem im Sommer oder einfach, wenn man in der hitzige Situation hat, das hilft auch, sich einfach zu entspannen, sich ein bisschen, ja, kühle Luft zu bekommen. Und das liebt meine Tochter besonders, weil es ein schönes Geschenk ist. Und nebendran habe ich noch so einen Webrahmen, das ist auch von meiner Tochter. Finde ich auch ganz gut,
bei solchen Situationen, wo man wütend ist oder frustriert, etwas mit den Händen zu machen, das beruhigt natürlich, ja. Also wenn man stricken kann oder so ein Webrahmen, natürlich kommt man auch zur Ruhe. Das ist auch eine Art von Meditation. Also der größte Unterschied zwischen Time-In und Time-Out ist, dass das Kind, was sich Auszeit nimmt, wird bei Time-In durch Erwachsenen begleitet. Erwachsene ist dabei und bietet seine Hilfe an. Und es wird ja schon wissenschaftlich bewiesen, dass um Resilienz aufzubauen, die Möglichkeit, sich selbst zu regulieren, eigene Gefühle zu kontrollieren und vielleicht rational zu denken, erfolgt durch Co-Regulation. Das heißt, das Kind kann das nicht alleine bewältigen in einem kleinen Alter, sondern Erwachsene muss dabei sein, Erwachsene ist als Begleitperson. Und oft sagt man, Erwachsene ist der präfrontale Kortex von dem Kind, weil diese Gehirnregion vorne, präfrontaler Kortex, verantwortlich für logisches Denken, das, was wir brauchen, ja, wenn wir diese großen Gefühle haben und Emotionen, in diesem Moment können die Kinder eigentlich gar nicht logisch denken. Ja? Die untere Gehirnteil übernimmt den Ruder, das ist emotionale Gehirn, ja, Amygdala. Und ja, die Kinder befinden sich in diesem Flight or Fight Mode, Kampf- oder Fluchtmodus, wo sie entweder sehr aggressiv werden oder sie brechen in Tränen aus und so weiter. Und sie können ihre Gefühle eigentlich nicht kontrollieren und regulieren, weil dieser Teil, der dafür verantwortlich ist, der präfrontale Kortex, noch nicht reif ist bei den Kindern. Und hier kommt der Erwachsene ins Spiel. Die Erwachsenen spielen diesen präfrontalen Kortex. Durch deine ruhige Stimme, durch dein ruhiges Auftreten, dem Kind die Möglichkeit gibst, sich zu regulieren und diese Co-Regulation, also Regulation zusammen mit dem Kind, Regulation von seinen Gefühlen, führt langfristig dazu, dass das Kind das lernt, sich selbst zu regulieren, dass das Kind die Möglichkeiten sieht, wie er anders vielleicht in bestimmten Situationen reagieren kann. Und da bist du natürlich gefragt und du bist dabei und begleitest das Kind und zeigst ihm diese Möglichkeiten. Also wie gestaltest du am besten so ein Time-In? Als erstes entfernst du das Kind aus der Stresssituation. Wenn das Kind ein anderes Kind gehauen hat, musst du natürlich physisch dazwischen gehen und sagen, du haust deine Schwester nicht. Ich möchte, dass du jetzt einen Schritt zurückgehst. Wenn das Kind nichts macht, dann nimmst du das Kind physisch und entfernst aus dieser Stresssituation, gehst mit ihm vielleicht in diese Kuschelecke. Darüber hinaus bedeutet das, dass wir nicht sagen, okay, alles ist erlaubt, ich bin immer dabei und unterstütze mein Kind bei jedem Benehmen. Klar, du kannst die Grenzen zeigen und sagen, ja, hauen ist nicht in Ordnung. Man haut die kleine Schwester nicht. Das sagst du natürlich ganz klipp und klar. Nur die Art und Weise, wie man das vermitteln, ist es wichtig. Und wenn wir dem Kind zeigen, dass wir das Kind unterstützen und die Emotionen sind zugelassen, sehr wichtig, dass die Emotionen, die das Kind hat, zugelassen werden. Und da müssen wir an uns selber vielleicht manchmal arbeiten und sagen, okay, ich mag jetzt gerade nicht dieses Geschrei zu hören, das macht mich wahnsinnig. Trotzdem hat mein Kind diese Gefühle und das ist okay, diese Gefühle zu haben. Jeder Mensch hat Gefühle und das Kind hat gerade diese Gefühle und ich versuche das jetzt zu unterstützen und dabei zu sein. Du bietest dem Kind Trost. Ja, das ist wichtig, getröstet zu werden. Manchmal hilft das sehr, auch physischer Kontakt. Vielleicht kannst du einfach deine Hand auf den Schulter legen oder am Kopf streicheln oder du nimmst das Kind komplett in den Arm, je nachdem, ob das Kind das zulässt oder du streichelst seinen Bauch. Aber dieser physische Kontakt ist sehr wichtig für das Kind und das beruhigt das Kind schon enorm. Und in diesem Schritt versuchen wir uns zu beruhigen und unter anderem durch diesen physischen Kontakt. Danach kannst du deinen Trost auch in Wörtern ausdrücken und sagen, ja, ich sehe, dass du sehr frustriert bist, weil deine Schwester diesen Turm umgehauen hat. Danach zeigst du Empathie und vielleicht auch kannst du dem Kind sagen, ja, manchmal bin ich auch frustriert, ja, Empathie zeigen und sagen, ich verstehe dich, ich kann dich in dich hineinversetzen. Manchmal bin ich auch frustriert, wenn mir was kaputt gemacht wird. Aber mit den Blöcken zurückzuhauen ist auch kein Weg. Lass uns überlegen, was wir machen können, wenn wir so frustriert sind.
Vielleicht können wir tief einatmen und tief ausatmen und bis zu 5 zählen und lassen schauen, ob das uns helfen wird. Du versuchst dem Kind andere alternative Wege anzubieten, wie das Kind seinem Frust Ausdruck verleihen kann, ohne dabei andere Personen zu hauen, ohne dabei andere Personen zu verletzen. Da bist du immer dabei. Und wenn du mehr Tipps brauchst und gerade vielleicht ein Kleinkind hast in einem trotzigen Alter und weißt nicht, wie du mit seinen Gefühlen umgehen kannst, empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen, wo ich dich Schritt für Schritt begleite und über die Situationen rede, die dir helfen könnten, in deinem Alltag mit großen Gefühlen deines Kindes umzugehen.